So ging die Nacht weiter. Plaudern, kuscheln, Sex. Seine Umarmungen, die liebte ich über alles. In seinen Armen fühlte ich mich ihm unendlich nah, beschützt und gehalten. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass es nur wenige Männer schaffen, einem dieses tiefe Gefühl zu schenken. So viel Frieden fühlte ich, wenn er mich hielt. Furchtlos hielt. Ja, er war frei von der Angst, Nähe auf jeder Ebene zuzulassen. Wenn du verstehst, was ich meine, Tinker. Als ich dann wieder einmal in seinem Arm lag, legte ich intuitiv meine Hand auf sein Herz. Ich war überrascht von mir selbst, aber ich musste diesem Impuls folgen. Er reagierte sofort und legte seine Hand auf mein Herz. Das war ein unglaublich, nicht zu beschreibender, märchenhafter Moment. So etwas hatte ich noch nicht erlebt und es berührte mich zutiefst. Wir sind uns gerade mal begegnet. So nah waren wir uns mit dieser Geste. Das rührte mich an und ich musste mich aus dieser Situation lösen. Tat dies und schenkte uns Wein ein. Außerdem wollte ich raus, frische Luft schnappen. Dieses überwältigende Gefühl wollte sacken. Er begleitete mich nach draußen und wir genossen die Stille. Wir saßen nun auf einem Gartenbänkchen und er ließ seinen Kopf sanft auf meine Schulter sinken. Wow, niemals, niemals werde ich vergessen, welch ein Anblick das war, als der kraftvolle Krieger mir voll Vertrauen diese Geste schenkte. Leise sagte er, wir haben uns heute erst getroffen und trotzdem vertraust du mir. Ich erwiderte, ja, ich vertraue dir. Er hob seinen Kopf und sein Blick, welcher mich traf, war unendlich warm. Und plötzlich fing er an zu singen, ein Lied über die Nacht, über die Liebe und die Gegenwart. Er berührte mich auch damit.